going for it. No. Oh, nice. Irgendjemand hat's reingemacht. Nice Block. Okay. Boah, ich bumpt. Oh, er haut Blätti. Oh mein Gott. Das gibt einen nice Shot von mir. Wow. Das war, also, das war echt clean gemacht. Tja. Achso, er wurde gebumpt. Ich hab mich immer gefragt, so, what, wie hat er das geschafft, dass er dann nochmal drauf springt? Oh Gott, was mache ich da? I'm so bad at Rocket League. Den Fehler muss ich mir bewusst werden. Also das war ja wirklich mal ein insane krasser Fehler. Das geht gar nicht, was ich da gemacht habe. Das Replay save ich mir. Moment. Ich... Okay, er ist... eine Milliarde Mal schneller am Ball als ich. Ich hätte einfach hier chillen müssen. Er ist out of position. Ich zeig's gerade mit dem Finger, ich bin so blöd. Der ist out of position. Die sind schneller am Ball. Ups. Ich hätte einfach hier chillen müssen. Dann wäre der Ball hier reingeflogen. Bam. Ich hätte ihn hier entgegennehmen können. Hier, an der Wand. Alles easy. Dann habe ich zum Beispiel, ich hätte ihn hier chillen sollen. Ich hätte vielleicht sogar hier chillen können, weil der wäre ja... Okay, gut, keine Ahnung, wo der hinfährt, aber er wäre eigentlich hier zurückrotiert. Hier, bam. Da hätte ich ihn hier annehmen können. Zack, 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 zack. Hätte ihn hier weggeklärt. Bam. Und dann easy counter. Stattdessen... Stattdessen versuche ich den Ball hier zu challengen, was absolut unmöglich ist, weil ich Kilometer weit weg bin. Und ja, natürlich sind die vorher am Ball. Double Commit war übrigens auch bad von denen, aber egal. Zack. Ich bin out of position, um ihn zu safen. Ich hätte sogar hier, selbst hier hätte ich noch haben können. Ich hätte hier einfach nur die Wand hochfahren müssen. Dann hätte ich ihn sogar noch haben können. Ja, auch hier. Also ich habe zwei Fehler. Ich habe zwei Fehler gemacht in einem Play. Das ist schon echt heftig eigentlich. Ich hätte hier noch die Wand hochfahren können. Zack, zack, zack. Hier, dann wäre ich hier. Die Wand hoch. So, dann hätte ich ihn hier gehabt. Gar kein Problem. Ja. Nein, ich fahre ins Tor. Warum fahre ich ins Tor? Ich bin so ein Hannes. Bis ich hier umgedreht habe, bis ich hier geturnt bin und den Ball hier wegschlagen kann. Ja, ist der logischerweise schon drin und der followt natürlich auch. Er kann ja auch easy reinschlagen. Also ich mache nochmal neu hier von, ne? Sehr schönes Missplay. Nein, oh mein Gott. Platin. Ja, dann carry ich ja dich. Ist der Boosting. Nein, gibt's nicht. Es gibt nämlich keine Elo-Hell. Das ist kompletter Murks. Es gibt keine Elo-Hell in dem Spiel. Weil wenn du, sagen wir mal, wenn du wie Diamant oder sagen wir, du bist Platin, du spielst wie Champion, dann wirst du auch 100% hochkommen, weil du besser bist. Ja, wenn du nicht hochkommst und du sagst, wenn du aus Platin nicht rauskommst, dann gehörst du auch nicht höher. Dann machst du einfach die Fehler, die ein Platin-Spieler macht, dass er nicht hochkommt. Das ist einfach so. Sonst wird es sowas wie ich hier mache, Smurfing, und einen Account von 0 auf Diamant spielen gar nicht geben, weil dann würde es ja auch so sein, dass ich quasi Hardstack Silver Forever bin. Das ist kompletter Quatsch. Ich bin Hardstack Diamond 3, weil ich diese Fehler mache, die ich halt mache. Und ich verliere halt die Matches deswegen. No way. Ja, sowas zum Beispiel, ja. Das ist ein Grund, warum ich ein Match verliere. Ich hätte den viel besser klären müssen. Das war jetzt nicht irgendwie Hardstack oder Unlucky. Das war einfach nur dumm von mir. Oh, what a save. Holy moly. Oh, what a pinch. Nice pinch shot, man.